Regierungschef Klaus Tschütsche und der Leiter der Financial Intelligence Unit Liechtenstein, René Brühlhardt, präsentierten im Rahmen einer Medienkonferenz den Jahresbericht 2010 der Financial Intelligence Unit. Die FIU hat eine hervorragende Arbeit geleistet in den letzten 10 Jahren. Der Entscheid damals mit einem präventiven Meldesystem, die Fragen von der Terrorismusfinanzierung, Bekämpfung, Geldwäschereimissbrauchsbekämpfung insgesamt anzugehen, das war ein richtiger Entscheid gewesen. Wir dürfen heute stolz sein, wie die FIU arbeitet. Die FIU selber darf auch stolz sein, was sie beitritt hat zur Reputation vom Land insgesamt, weil die Reputation ist natürlich unerlässlich für das Land, aber auch für einen Finanzplatz. Jeder erfolgreiche Finanzplatz vor Zukunft ist darauf angewiesen. Was wir den Beitrag leisten können, das ist sicherlich in mehrfacher Hinsicht. Man kann erstens ein klares Bekenntnis abgeben, noch einmal und immer wieder zur Nulltoleranzpolitik bei Missbrauchsbekämpfung. Das wirkt auch präventiv, wirkt aber vor allem auch international und das wird dann erkannt. Gleichzeitig muss man schauen, dass wir ein hohes Know-how, hohe Fachkompetenz wie der FIU selber haben und dafür ist unser Einsatz notwendig. Dafür werden wir in den kommenden Jahren schauen, dass das der Fall sein wird. 10 Jahre FIU, etwas, was sehr, sehr schnell eigentlich über die Bühne gegangen ist. Als wir 2001 angefangen haben, haben wir über Geldwäscherei geredet. Jetzt reden wir über Terrorismusfinanzierung, über Marktmissbrauch, über internationale Sanktionen. Also ein Aufgabenkatalog, der massiv erweitert worden ist. Wenn ich 10 Jahre zurückschaue, haben wir einen klaren Auftrag gehabt, an das Kompetenzzentrum für den Finanzplatz aufzubauen. Wir haben in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, haben wir wirklich immer volle politische Unterstützung gehabt, insbesondere auch gerade in den letzten 2-3 Jahren verbunden mit der ganzen Krisensituation und so, ist es auch, ich glaube, Zeit, Dank auszusprechen gegenüber der Regierung für die gute Zusammenarbeit. Einerseits hat man den Vordatenkatalog erweitert, also sprich, die Meldebasis als solches ist breiter geworden von der Deliktseite her. Andererseits hat man natürlich auch die ganze Finanzkrise, die von der Stabilität her Liechtenstein nicht betroffen hat. Ich möchte das hier wirklich klipp und klar sagen, wo aber wahrscheinlich schon gewisse indirekte Auswirkungen gehabt auf das Meldeverhalten von gewissen Finanzinstituten, die vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger geworden sind, die vielleicht noch ein bisschen gezielter gewisse Sachen anschauen und dass man dort dann entsprechende Resultate gesehen in den Statistiken. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren ein präventives System haben wir aufgebaut. Das werden wir sicher weiterführen, werden wir sicher noch ausbauen, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der internationalen Sanktionen. Das ist etwas, was uns wahrscheinlich ganz gezielt weiter beschäftigen wird. Und ich denke, dass wir dort auf einem sehr, sehr guten Weg sind.